Moin Leute, und heute zeige ich euch versteckte Fahrzeuge bzw. auch Helikopter vom neuen GTA Online DLC San Andreas Super Sport Series. Ja Leute, es ist natürlich schon fast jedem bewusst, dass noch nicht alle Fahrzeuge draußen sind. Und ja Leute, das stimmt, denn die neuen Fahrzeuge, die noch nicht draußen sind, sind schon im Code enthalten. Und zwar kriegen wir insgesamt sogar noch 10 Fahrzeuge und einen Helikopter. Und zu manchen Fahrzeugen kann ich sogar jetzt schon sagen, wann es rauskommen wird. Ja, ich würde mal sagen, fange mal einfach mal an. Das erste Bild ist zwar recht unübersichtlich, aber es zeigt wirklich alle Fahrzeuge, die auf jeden Fall noch kommen werden. Das erste Fahrzeug heißt Rapid Caracara. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Es ist auf jeden Fall ein ähnliches Fahrzeug wie der Dubster 6x6. Das Fahrzeug hat 6 Reifen, ist wahrscheinlich überall Allrad und vor allen Dingen, es hat diesmal auf der Ladefläche eine fette Kanone, Leute. Wie geil ist das denn? Sieht der Reifen schick aus. So, natürlich könnte ich jetzt jedes Fahrzeug weiter mal so kurz ansprechen, sagen, wie es heißt, aber Leute, lesen könnt ihr auch, deswegen kommen wir einfach mal direkt zu den Preisen. So, wir werden jetzt direkt sehen, dass jedes Fahrzeug mal überraschend teuer ist oder überraschend billig. Ich meine, wir kennen ja Rockstar. Normalerweise sind sie ja eher drauf getrimmt, teuer zu sein, aber zum Beispiel das zweite Fahrzeug ist relativ billig, wenn ich mir überlege, dass die eigentlich einen Schnitt für jedes neue Auto mindestens 500.000 verlangen, egal wie scheiße es ist. Aber es gibt natürlich auch große Überraschungen, zum Beispiel das zweitletzte Fahrzeug für 2,8 Millionen Dollar. Das ist schon richtig, richtig heftig, Leute. Tabagasi Tesseract, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, der soll verdammte 2,8 Millionen Dollar kosten. Natürlich ist der Overworld Tyrant auch nicht besser. Der kostet natürlich 2,5 Millionen Dollar. Aber na gut, generell gehen die Preise, sage ich jetzt mal, dafür, dass Rockstar generell recht teuer ist. Die Frage ist ja eher, wann kommen diese Fahrzeuge denn raus? Also erstens mal, was richtig cool ist, es kommt nicht jedes Fahrzeug einzeln raus, also jeden Dienstag ein Fahrzeug. Nein, es gibt diesmal Gruppen. Was bedeutet das? Ja, es kommen einfach mehrere Fahrzeuge an einem Dienstag raus, zum Beispiel 2 oder 3 Fahrzeuge. Und wie diese Gruppenverteilung aussieht, schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, es gibt 5 Gruppen. Das bedeutet, pro Dienstag kommen auf jeden Fall 2 Fahrzeuge raus. Also pro Gruppe 2 Fahrzeuge. Gruppe 1 kommt am 27. März. Das bedeutet einfach in 4 Tagen. Gruppe 2 kommt am 3. April. Und danach sind die Daten leider nicht mehr bekannt. Das bedeutet, ich schätze mal, einfach die Woche danach und danach die Woche. Das kann man sich eigentlich relativ chronologisch gut ausdenken. Aber Leute, das ist noch nicht die größte Überraschung des Tages. Nein, wir bekommen auch einen brandneuen Helikopter. Kenne ich den Namen von Helikopter leider nicht, aber dieser Helikopter kostet 1,8 Millionen Dollar. Und das Besondere ist, er kann wirklich auf dem Wasser landen, beziehungsweise auch aus dem Wasser stehen bleiben. Und nicht wie andere Helikopter, sobald du aussteigst, sinkt er. Nö, der bleibt einfach schwimmen. Deswegen hat er auch wahrscheinlich diese unten diese Schwimmteile, damit er auf der Oberfläche vom Wasser bleibt. Ja, den Preis habe ich ja schon genannt. Und welcher Gruppe kommt da raus? Gruppe Nummer 3. Aber das war es jetzt eigentlich von ganzen Backup-Informationen zum neuen DLC von GTA Online. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überrascht seid, ob ihr schon damit gerechnet habt, ob es euch gefällt oder nicht. Hauptsache ihr schreibt es fett mal in die Kommentare. Aber was mich auch übelst freuen würde, wenn ihr für dieses fette Video einen fetten Like geben würdet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.